Und willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Minecraft. Minecraft. Mit dem Rixen und dem Fixer. Und mir dem Mr. Sick. Und ich bin hier gerade am Lehm abbauen, obwohl wir es eigentlich nicht brauchen, aber hier ist so viel Lehm. Ach doch, wir müssen mal mit roten Ziegeln bauen. Wollte ich gerade sagen, das haben wir noch nie genutzt für zum Bauen, das wäre mal geil, aber wir hatten immer so wenig. Ja, hier ist alles voller Lehm bei uns. Mir ging es darum, dass jetzt keiner von uns gesagt hat, dass wir es brauchen, aber hier ist gerade so viel. Und ich weiß, dass wir es früher oder später brauchen, deswegen sammle ich es jetzt gerade schon ein. Nice. Tun Sie das. Ich suche Hühner und finde keine mehr. Wir haben alle gekillt. Und neben mir fliegt eine Oktopussy. Ja, ist aber kein Huhn, ne? Eine Oktopussy. Soll ich eine Kuh? Ne, eine Kuh das kann ist ich witzig. Mal gucken, ob das auf dem Video halt auch so zu sehen ist, aber das es wirkt gerade so, als ob das Spiel ruckelt, aber ja. Aufgrund nur der Wassertextur, die sich bewegt. Okay. Also die ist so animiert, dass es halt aussieht, als ob das halt ruckelt, aber es ruckelt halt nicht. Das finde ich witzig. Das hat mich gerade voll geschickt. Das habe ich ja ewig nicht gehört. Geschickt? Das hat mich übrigens geschickt. Schickung. Oh, ja. Hast du noch ein Schluck Eistee? Ich hab übrigens Pappmaul. Mundwüste. Oder so, genau. Ja, Mundwüste. Oh ne, das waren noch Zeiten. Das ist übelst rau. Da war Saruin noch günstig, ey. Rau. Kennst du das noch? Das ist übelst rau. Ja. Wisst ihr noch, na, es ist scheiße oder so, es ist rau. Wisst ihr noch damals, wo ich noch mega jung war und du noch in der Eisenbahnstraße gewohnt hast und ich diese Armee-Bomberjacke anhatte? Armee-Bomberjacke? Echt? Ja! Hattest du Angst, dass das, nee, das war keine Bomberjacke. Rick hat immer gesagt Bomberjacke, die war einfach bloß ein bisschen weiter. Okay. War alles, die war so ein Grüte und Rick immer so, ich hab mit deiner Nazi-Jacke her. Nazi-Jacke? Ist das nicht mehr? Komm her, Huhn, komm her. In was? Ein Huhn? Ein Huhn? Huni! Wolle, Huhn! Ach, das war auch geil! Ach, das war lustig. Und dann weiß ich noch, den Luftgitarren-Contest in Domsgarten. Und da gab's. Gartenparty. Und da gab's geile Slipknot-T-Shirts zu gewinnen. Da hattest du übelst viele. Slipknot-Flaggen, T-Shirts, alles Mögliche. Warum wollt ihr die nicht mehr haben? Warum hast du die eigentlich verschenkt? Wolltest du einen Anreiz schaffen, damit wir da mitmachen? Das war tatsächlich. Ja, ich hatte keinen Bock mehr da drauf, glaube ich. Du hast ja doch sogar Slipper tätowieren lassen, ne? So ein Fan war der. Jo, nee, nicht wirklich, oder? Was ja nicht wirklich den Schriftzug, das ist S. Nein, das ich hab S. Das S, so das ähnlich. Tribal, genau, das Tribal ja. Habe ich auf dem Innenarm. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, der hat sich schon wie Slipper auf der Stirn tätowieren lassen. Nee. Der hat sich Corey Taylor auf dem Popser. Genau. Nein, also tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, ich war tatsächlich ein riesen Slipknot-Fan. Weil ich die Band, so wie die früher war, war das für mich das Sinnbild der absoluten, ich will nicht sagen Gewalt, aber einfach dieses, ihr könnt mich alle mal richtig fett am Arsch lecken. Das fand ich ziemlich cool. Hab die halt noch kennengelernt in Frankreich per Zufall, wo die noch keine Sau kannte, wo die sowas von uninteressant waren. Und da waren die so mega gut unterwegs und ja. Und mein ja. Nickname zum Beispiel basiert halt auf das Lied Sick. Gibt halt ein Lied, das heißt Sick, S-I-C-K, darauf basiert halt mein Nickname. Jetzt ist es raus. Und das fand ich halt richtig gut und das hat mich richtig imponiert halt, als ich das gesehen habe in Frankreich, wie krass die unterwegs waren und wie respektlos die teilweise waren und für diesen Ausspruch, dieses People a core shit, dafür habe ich die geliebt. Weil das halt einfach, das ist eine Aussage, die muss man erstmal mal so treffen und auch begründen können und das haben sie halt relativ gut gemacht und das fand ich halt echt nice. Naja, aber die Zeiten sind leider vorbei, wo sie gut waren. What? Was ist denn jetzt hier wo kaputt gegangen? Creeper von hinten. Alter, jetzt nimmst du Skelette, Rick, Alter, die ganzen. Ich hab den Creeper nicht kommen sehen. Soll ich mal hier mit klären? Kannst du mal hier. Alter! Komme, ja, versteck dich. Diese kleinen. Versteck dich! Okay. Danke. Ja, hast du was zu futzen?
Ein Stück Fleisch habe ich noch. Ich hab dir noch eins hingeworfen. Lauf mal wieder zurück. Merci. Ich hab gerade noch einen Pfeil abbekommen, aber ich sehe nicht von wo. Scheiß Creeper, Mann, der hat hier das ganze Creeper, Feld zerlegt. Man merkt richtig, dass wir immer so, dass wir so eine Spiele irgendwie lieben. Weil, guck mal, eigentlich liegt der Fokus ganz woanders und mit was beschäftige ich mich? Ich hab's nicht gesehen. Ich baue schon wieder das Dach von der Scheune. Naja, ist doch gut. Naja, das ist eigentlich jetzt. Muss doch eins drauf. Ja, eben, sonst wird's ja, sonst regnet's ja rein. Ja, eben. Sonst fallen noch Creeper rein von oben. Die armen Tiere. Ich muss mal, liebe Zuschauer, gerade on the flow was machen, was mich. Na, okay, ich mach's später. Sonst hänge ich wieder gerade die ganze Zeit im Menü. Ich krieg gerade mit, dass es irgendeine Überbeleuchtung gibt. Ich weiß nicht, ob man das im Video sehen wird, aber wenn ich jetzt so unten hin gucke, sieht man den Übergang der verschiedenen Schattierungen. Das finde ich ziemlich hässlich. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, aber. Und das ist so ein Indiz dafür, dass es halt zu hell ist. Ein Indiz, erster Kollege. Auf jeden Fall. Hier wird viel Lehm, Alter. Ich brauche mal einen Baumarkt. Du hast ein übelstes Lehm, Alter. Ich baue mal eine zweite Kiste. Also eine vierte. Kiste! Weißt du, was ich überlegt habe, noch tatsächlich mal zu zocken? Hast du die Kiste gerade aufgesammelt, Rick? No. Hey. Und zwar habe ich überlegt, ob ich den Call of Duty, dieses andere Ding, was wir da hätten schon, was wir freigespielt haben, genau, das zu zocken halt. Das hätte ich irgendwie, glaube ich, mal als interessant empfunden. Ich hab mal reingeguckt halt. Und? Hat Spaß gemacht. Weil sie wieder dieselben Maps sind wie in der Kampagne halt auch, logischerweise. Ja, naja, die Maps sind die gleichen, ja, aber die, ja. Die. Und da laufen halt nebenbei halt noch Zombies mit rum. Aber das ist halt eine komplett neue Geschichte. Ja. Ich werde mir die spielen lassen und sag dir, dass das richtig geil ist und. Dann findet der Fexer das auch geil. Das wollte ich damit nicht sagen, aber. Achso, ist übrigens Nacht, wir können uns mal ins Bett legen. Ach ja, genau. Und was? Dass es halt gut ist. Dass du es halt nicht so ausreichend probiert hast. Wirklich? Und du jetzt von vornherein sagst, dass es einfach kacke ist. Weil es dich halt abstößt, obwohl es eigentlich gar nicht so blöd klingt. Also so krass, blöd wenn du hier in den Chat reinguckst, siehst du, wie Haufen Fortschritte erzielt wurden. Ja, total. Morgen. So, nice. Nice! Guck mal, woher das kommt, ey. Mach die Tür zu, Mensch. Schießen doch rein. Das ist so sick. Aber willst du hier drinnen bleiben, oder? Kriegt der mal jetzt mal einen Pfeil ab, oder was? Ist natürlich gut, dass ich erstmal da saß und kein, mein Schwert nicht ausgerüstet hab. Oh, Rick weiß, was ich gerade sagen wollte. Was denn? Lasst mal bitte das ganze Fleisch braten, damit es nicht rotten wird hier. Ja. Das ist auch mal sehr angenehm, dass es das gar nicht mehr gibt, oder? Ja, ich habe da jetzt wirklich gerade überlegt, ob das verfällt. Musst du jetzt wirklich überlegen. Nee, es wäre. Es geht ja bei Ark schon teilweise richtig auf die Nüsse. Wenn ja? Ich ehrlich bin, ja, ich finde das richtig lächerlich. Das lächerlich, findest du das? Ja, ich finde das lächerlich. Ich habe letztens auch so einen Post gesehen im Facebook. War mir unsicher, ob das gefaked war oder nicht. Aber da hat sich einer aufgeregt über die Lebensmittelindustrie. Es ist jetzt schon das dritte Mal gewesen, dass sein Essen schlecht geworden ist. Aber das hat er nicht ernst gemeint, oder? Ich weiß es nicht, ob es ein Fake war oder. Keine Ahnung. Jedenfalls waren dann so auch sehr interessante Kommentare drunter halt. Ja, die böse Lebensmittelindustrie und so. Kann ja nicht sein, dass Essen schlecht wird. No, es stand heute bestimmt. Eine Viertelstunde stand ich heute bei Mediamarkt vor Fallout 4. Okay. Hab mir das in der Hand gehabt, hab's wieder weggelegt. Was? Ja. Du hättest dir Fallout 4 gekauft und hättest dich aufgeregt. Und weißt du warum? Ja, wieso? Nein. Weil du das gesamte Spiel bei Steam downloaden musst. Es macht keinen Sinn. Ja, das ist. Du musst 20 oder 25 GB dann noch von Steam runterladen.
Ich habe ja jetzt eine bessere Leitung als vorher. Ja, ist ja scheißegal, aber ich wollte damit nur sagen, nur weil du es in der Hand haben willst, hätte es dir nichts gebracht, weil die Hülle so assi ist und da drin ein Zettel ist mit dem Code, den du bei Steam aktivierst. Was ist das für eine Hartz-IV-Hülle? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist halt, es spart halt Kosten ein. Ja, aber es ist halt, keine Zeit, das ist das Problem. Und da hätte ich mich, pass mal auf, da hätte ich es mir gemütlich gemacht, weißt du, in die Badewanne eingelassen, wäre rausgekommen und dann, oh, und jetzt voll Art 4 und dann würde ich Gigabyte runterladen. Du hättest dich, kannst du mir hier mal noch 3 Felder machen, Rick? Was? 3 Wo? Felder. Nee, ich habe so ein Gerät nicht mehr. Mann. Der Gerät schläft nicht. Und schweißfrei. Hier sind doch noch 3 Felder hier hinten. Ah ja. Hab ich euch eigentlich die Geschichte erzählt, wo ich damals in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet habe? Und ich wegen der grammatikalischen, einer grammatikalischen Frage gefragt wurde, wo es ging, Herr, ging? So und so, ne? Ja. Können Sie mir mal helfen, wie heißt denn das eigentlich richtig, der Auto oder das Auto? Ich dachte so, natürlich das Auto, wie kommt ihr denn darauf, dass es der Auto heißt? Ne? Es heißt doch auch der Gerät. Ja. Ja, und? Also das finde ich, ist jetzt eine berechtigte Frage gewesen. Aber der Gerät ist ein Eigenname. Ja. Ich war schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Aber es war ja ein Eigenname. Ja. Aber war das eine Prüfungsfrage oder kam ein Kind zu dir an und fragte das? Nein, das kam zu mir an, hat mich das ernst gefragt. Achso, naja, na gut, aber das kann ich wiederum nachvollziehen. Also wenn er diesen Troll halt nicht rafft, sage ich mal, ja, dann kann man denen das mal erklären halt, ne? Es sollte ja einfach bloß die traurige Dummheit widerspiegeln, die da entgegengebracht wird. Oh, was denn für eine traurige Dummheit? Von was denn? Von wem denn? Von dem Kind? Ja. Aber es ist doch, das kannst du jetzt nicht als dumm betiteln, halt. Ich meine, wie alt war denn das Kind? Darfst du so über das Kind reden? Okay, ich erzähle nicht, dass es so gibt gegen Sinn hier. Aber nee, aber ernsthaft, wie alt war denn das Kind? Was weiß ich, 14 vielleicht? Naja, aber dann, wenn er sich dadurch verunsichert ist, weil er bei in der Schule beigebracht bekommt, dass es der, die, das und so weiter und so fort. Genau. Und dann auf einmal kommt so ein Halbstarker hervor, der das als übelst geilen Troll empfindet, ein Gerät, der Gerät zu nennen. Ja. Und das Kind checkt das beim ersten Mal nicht, dann kann man ihn doch aufklären und sagen, pass mal auf, das ist ein Döner, Fleischrasiergerät und das ist als Eigenname der Gerät. Ist grammatikalisch natürlich falsch, aber dadurch, dass es ein Eigenname ist, ist es richtig. Und das kann man doch aufklären. Ja, das habe ich ja auch getan. Da brauchst du doch nicht so überheblich sein und das Kind runterdissen, weißt du? Und dann kannst du einfach mal deine Fresse halten, wenn du mich so blöd darstellen willst, du Assi. Das fühlte sich wieder stärker, weißt du, weil so ein Kind mit der Gerät ankommt. Ach nee. Aber ihr habt schon gecheckt, was ich euch damit sagen wollte. Ja. Nee, dass du dich wieder lustig machen willst. Von Minderheit. Genau das. Alter Antisemit, ja. Ach, schön. Pexo denkt sich gerade, okay, das ist das, was ich bei Minecraft jetzt nicht vermisst habe. Ach, schön. Wo hast du dein ganzes Leben gesammelt? Im Wasser. Ah, in der dritten Kiste. Da ist auch schon was am Brennen. Ich hab schon was mit reingepackt, den ich außerdem mit aufgehoben hab. Okay. Das brauchen wir. So. Fängst du so still wie du bei TTT. Ja, ne? Oh, da war ich so angefressen, ey. Oh, da hatte ich so die Schnauze voll. Die Folge ist nie rausgekommen. Ihr Assis. Wie, die Folge ist nie rausgekommen? Was ist alles, die ist nie rausgekommen. Da haben wir alles gelöscht wieder. Ach ja, stimmt. Das ist ja die ich dann gelöscht so? Habe. Ja, stimmt. Ach, schade. Ärgerlich. Das wäre tatsächlich mal eine gute Folge gewesen. Weil ich mich ärgere, wieso? Ja, na, weil man das halt so richtig merkt. Ich fand das gar nicht mal so blöd, ja. Ich fand die gut. Scheiße, daran habe ich gar nicht gedacht. Mag das, wenn andere sich schlecht fühlen. Ja, nee, wenn die sich ärgern. Das hat mit schlecht fühlen nichts zu tun. Naja, man kriegt doch auch mit, dass ich mich da ärgere.
über Sachen. Ich meinte, ich reg mich ja auch auf. Und hau meinen Tisch halbwegs kaputt. Und so, man sieht das ja auch noch mit Webcam und so weiter und so fort. Also, warum denn nicht? Da wird es aber erst lustig. Ja. Und ich fand das halt auch witzig, als Rick sich da halt aufgeregt hat und dann halt nichts mehr gesagt hat. Und halt richtig so pisst war. So richtig pissig war. Und dann gab es halt die Situation auch noch, wo nicht ganz klar ist, wer Traitor ist und wer sich wo befindet. Und ich dann Rick auszusehen halt erschossen habe. Als Innocenten. Und er dann halt auch noch so klatscht und ich dann auch so übelst pissig darauf reagiere. Sage, wenn du nicht das Maul aufmachst, dann brauchst du auch nicht klatschen. So, und das fand ich halt, ich fand das als Kombination relativ witzig. Klatschen. Das war für mich so ein Genuss. Naja, und ich hing halt da und ich war halt übelst pissig und guck halt dementsprechend mit meinem Piss-Look in die Webcam rein. Und ich fand das eigentlich ziemlich gut. Also deswegen. Ich fand die Folge gut. Wie wir uns gut, da so gegenseitig fertig machen, ne? Das gehört ja auch dazu. Ja, ich finde halt, das ist auch eben Entertainment, ne? Ich wollte gerade sagen, ich finde das ja eben so. Also klar ist es in dem Moment für mich halt nicht immer schön, aber wenn ich mir das dann hinterher halt angucke, kann ich dann selber über mich lachen. Ja, genau. Und das finde ich halt gar nicht das gut. Ist nice. Also das finde ich gut, ja. Das ist wie halt auch, das kann man ja auch erzählen, bei dem ersten Versuch des einen Spieles, was wir aufgenommen haben. Also das haben wir ja schon gesagt, dass wir Formel 1 aufnehmen. Der nicht geklappt hat und ich da mich auch so übelst angepisst. Also war ich ja auch richtig pisst. Ja, ich erinnere mich. Und ja. Ich habe ja noch ein bisschen Feld vorbereitet. Ich finde, das gehört halt einfach mit rein. So, der Stall ist fertig. Ach, guck mal, da ist ja schon der Ofen. Oder auch bei Worms zum Beispiel, ja, wo ich euch dann gemutet habe, also mein Mikrofon gemutet habe. Ja. Und dann halt auch erstmal gelauert habe, was das denn für eine asoziale Scheiße ist, dass ihr immer zu zweit auf mich drauf geht. Und so weiter und so weiter, war ich halt auch pissig. Das ist ein unangenehmes Gefühl, oder? Das ist scheiße, ne? Ja, aber ich kann hinterher immer noch lachen. Ich heul dann nicht ins Kissen. Ich lasse das halt in dem Moment halt raus. Deswegen hast du dich auch gemutet und noch gemeckert. Ne, damit ihr das halt nicht mitkriegt. Deswegen habe ich mich gemutet. Hast du noch Glastik? Ich brauche kein Glas. Aber Sand müsste irgendwo in der Kiste, glaube ich. Nee, ist ein Ei runtergefallen. Ja, dann nimm das mal und sammelt's mal auf, damit du wieder zwei hast. Nee, wir könnten es auch reinschießen, aber ich glaube, du solltest die erst schießen, wenn du mehrere hast. Ja. Ja, denke ich auch. Und das meint ihr, dass es dann den Tick erhöht oder was? Irgendwie habe ich dann manchmal das Gefühl, ja. Aber doch auch nur, weil das Gefühl halt, nur weil du dann mehrere hintereinander wirfst und dann halt davon halt mehrere. Ja, aber ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt sechs Stück geworfen und es kam nicht ein Huhn. Und dann habe ich 12 geworfen und hatte 4 Hühner. Nee, guck mal, ich habe jetzt 6 Eier, die werfe ich jetzt mal hier in die Scheune. Nee, in das Dings rein. Gut-Dings. Ja, achso, die Schafe. Bist du eigentlich schon unterwegs? In das Eierding, Mann. In das Eierlegebatterie-Wasserflow-Dingsbums. Ja, mach ich doch gerade. Nicht in das Schafe-Ding. Erzähl doch nichts von Schafen. Schaf. Kein Huhn. Alle 6 Eier für den Arsch. Sag ich doch, wenn das 6 Eier ist, kommt kein Huhn. Hätten wir uns ein schönes Omelett machen können, aber nee. Das geht doch nicht. Aber das geht ja immer noch nicht, ne? Wir brauchen ja so eine Mod dafür. Ist eigentlich schon traurig, ne? Dass die sowas noch nicht reingebaut haben. So richtig essen irgendwie. Ja, also so richtig also kochen halt. So, dass so aus einem Ei ein Spiegel Eierbrot. Ja, genau. Ach, ist das schön. Und mit diesem Knall verabschieden wir uns aus der Folge. Wird auch schon dunkel hier. Da fängt man sich einen Pilzen auf, weil er wahrscheinlich schon zittert. Der wurde ein scheiß Pilzen auf. Ich renn da mal schnell hin, der Creeper ist ja jetzt weg, ne? Ja, der ist jetzt. Der hat weg. Alter, wie viel Tod hast denn du gesammelt, Digga? Ja, reichlich, ne? Ja, aber wie? Zombie. Wie oft muss man den hauen, bis der stirbt? Mensch, wir haben ja gar nicht Tschüss gesagt. Tschüss. Okay, also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder. Schaltet wieder ein. Beim nächsten Mal ist hier der Rick dran. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auch im Namen von Mr. Sick. Tschüssi. Bis dahin. Tschüss.
Wo bin ich denn gerade gesprengt? Ciao!